Also, das ist jetzt, was jetzt kommt, ist im Grunde genommen die Fortsetzung von dem ersten Teil, weil es ist teilweise ganz, ganz ähnlich. Wenn du einen Talit hast, einen Gebetsschal, dann ist es gut, wenn du den jetzt holen solltest, sofern du einen hast und weißt, wo der ist, dann kannst du den jetzt holen, weil wir werden heute bei dieser Predigt uns unter anderem über den Talit unterhalten. Gut, das, was ich heute dir weitergeben möchte, ist eine der bekanntesten Storys der gesamten Bibel des Neuen Testaments. Ja, und ich bin ziemlich sicher, dass du darüber schon eine Predigt gehört hast. Es ist die Story von der blutflüssigen Frau. Oh weia, die blutflüssige Frau, klingt schon blöd, ne? Genau. Diese ganze Story von der blutflüssigen Frau, wenn du in der Bibel schaust, ist interessanterweise eingebettet in eine andere Story, in eine andere Begebenheit. Und zwar in die dramatische Totenauferweckung der Tochter des Jairus. Also Jairus kommt zu Jesus, bittet ihn, dass er für die Tochter betet. Das ist ein riesen Remi-Demi mit einer großen Menge, die sich dann Richtung Haus vom Jairus bewegt. Die Frau, die Blutflüssige, kommt da irgendwie dazwischen, berührt Jesus, empfängt ihre Heilung. Jesus spricht mit ihr, das Mädel stirbt dann komplett und irgendwie hinterher hat es dann doch eben diesen gewaltigen Ausgang. Eingebettet in diese Story von der Tochter des Jairus und dieser Totenauferweckung finden wir diese blutflüssige Frau. Und die Story von dieser blutflüssigen Frau ist gigantisch. Da steckt sagenhaft viel drin. Wir finden das in drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Und wenn du eine Bibel hast, ist es gut, wenn du die aufschlägst. Zuerst mal bei Matthäus 9. Matthäus ist von daher besonders interessant, weil wenn wir das lesen, dann finden wir, dass Matthäus als Jünger berufen wird. Und zwar ganz, ganz kurz, bevor dieser Bericht hier geschildert wird. Ja? Er schreibt selber davon, dass er berufen wird. Und zwar war er Zöllner. Ein Zöllner. Ein Zöllner, das war jemand, der wurde verachtet. Das war keine hoch angesehene Persönlichkeit. Das war so ein Kollaborateur, ein Opportunist. Ja? Der wurde kritisch gesehen. Man hat ja gesagt, das sind die Zöllner und Sünder. Ne, das wurde in einem Satz gesagt. Also das war jemand, da haben die Frommen die Nase drüber gerümpft. Und Jesus hat ihn von seiner Zollstation geholt und hat gesagt, folge mir nach. So, das berichtet uns Matthäus. Dann berichtet er uns direkt danach, dass es eine Diskussion gab zwischen den Jüngern von Johannes dem Täufer, die zu Jesus gekommen waren, der auch gerade seine Jünger da berufen hatte, ne, und dann gibt es eine kleine Diskussion und in dieser Diskussion finden wir eine bemerkenswerte Aussage, auf die ich hinterher nochmal kurz kommen will. Die heißt nämlich, Matthäus 9, Vers 17, auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sondern sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Beide bleiben zusammen erhalten. Das ist unmittelbar vor dieser Geschichte, wo der Jairus auftaucht. Nächster Vers. Matthäus 9, Vers 18. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Komm und tu was, leg deine Hand auf sie. Also Jairus bittet den Herrn zu kommen und die Hand auf sie zu legen. Gut, und dann finden wir in Matthäus in nur drei Versen diese Geschichte von dieser blutflüssigen Frau. Und zwar in den Versen 20 bis 22. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre,
so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Im Markus-Evangelium ist das Ganze etwas ausführlicher dargestellt und es gibt wesentlich mehr Details. Das lese ich dir auch jetzt vor. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten. Vieles erlitten von vielen Ärzten. Und all ihre Habe, das heißt, sie hatte Habe, sie hatte Besitz gehabt, aufgewendet, all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Also sie hat ihren Besitz da investiert, sie hat ihr Habe investiert, sie hat sich von vielen Ärzten da behandeln lassen mit was weiß ich was für Behandlungsmethoden und letztlich war es nicht besser, sondern sogar noch schlimmer geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich, was für ein schönes Wort, sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Was für eine interessante Formulierung. Die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Halleluja. Lukas ist ganz ähnlich wie bei Markus. Und da gibt es lediglich noch kleine Ergänzungen. Also da heißt es, dass sie von hinten kam und auch die Quaste, hier wird wieder die Quaste erwähnt, seines Gewandes angeführt hat. Und auch dort sogleich hörte der Blutfluss auf. Dann ist es so, dass die Leute es abstritten, haben gesagt, ich war das nicht, als Jesus gefragt hatte, wer sie berührt hat. Dann heißt es, Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Hier wird es also nochmal etwas präziser gesagt. Und dann kam die Frau, die hat gemerkt, das kann nicht verborgen bleiben, hat gezittert, ist vor ihm niedergefallen und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich geheilt worden war. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Also wir haben hier den gleichen Bericht in 3 Evangelien, bei Matthäus nur ganz kurz, bei Markus sehr schön und ausführlich und bei Lukas gibt es noch ein paar Details dazu. Also wir sehen, wenn in der Bibel so etwas so ausführlich beschrieben wird, dann gibt es etwas, was die Bibel uns mitteilen will, was der Herr für uns hat. Das ist wichtig. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann realisieren wir, hier ist wirklich eine wichtige Botschaft enthalten. Und ich möchte das mit dir gerne jetzt ein wenig untersuchen und einige Aspekte dazu beleuchten. Okay, erstens, diese Frau litt 12 Jahre unter diesem Blutfluss. Was immer das gewesen sein mag, ob die da eine Verletzung hatte oder was auch immer, was das ausgelöst hat, keine Ahnung, Hormonprobleme, irgendetwas,
Ich habe mir sagen lassen, sowas gibt es auch heute. Da muss normalerweise eine Totaloperation gemacht werden. War damals eben nicht möglich. Die Frau hat gelitten. Ja? So, das Problem war, nach dem Gesetz des Mose war sie unrein während der Zeit ihrer Periode, während eben da das Blut floss. Ne? Und wenn sie unrein war, war sie vom Gottesdienst ausgeschlossen. Sie war von der Gesellschaft im Grunde genommen isoliert. Jetzt hatte die Frau das Problem 12 Jahre lang. Sie war während der gesamten Zeit komplett unrein. Wir hatten das gerade mit Naaman, der war aussätzig. Hier die Frau, das war ganz ähnlich, die war unrein. Wir schauen uns das gleich mal ein bisschen an. Ja? Das heißt, ihre sozialen Kontakte waren ganz wenige geworden, weil jeder, der mit ihr zu tun hatte, der wurde eben auch unrein. Ja? Sie hat durch ihren Blutfluss hatte sie alles, mit dem sie in Kontakt gekommen ist, verunreinigt. Und das war peinlich. Es war schon quasi eine Schande, überhaupt darüber zu sprechen. Ne? Ja, über diese Krankheit, dieses Leiden. Und sie musste sich zurückziehen. Ja, da war ja auch vielleicht eine Frage, wie ist das mit dem Geruch, wie ist das mit der Kleidung, mit der Reinlichkeit. Und dann war die natürlich immer schwach durch den Blutverlust. Immer schwach, immer blass, immer in diesem Elend. Und das Doofste bei ihr war, und da haben wir einen ganz interessanten Zusammenhang zu heute, sie lebte in Isolation, in Social Distancing. Erzwungen von der Gesellschaft. Ich sag's mal so, sie war in einer Box. Sie war in einer Box gefangen. Ja, sie war in dieser Box von dieser Isolation und der Social Distancing gefangen. Ich gehe da gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Sie lebte in Einsamkeit. Sie lebte in Verzweiflung. Und durch das ganze Elend mit den Ärzten drohte sie auch immer mehr in die Armut abzurauschen. Ja, das heißt ja, sie hat all ihre Habe da investiert. Sie war ausgestoßen von der Gesellschaft, war abgelehnt, isoliert, ausgegrenzt, abgeschoben, verachtet, geächtet. Sie war eben fast wie aussätzig. Ja, damit wollte man in der Gesellschaft nichts zu tun haben, denn jeder, der mit ihr in Berührung kam oder was hatte, ja, oder den sie berührt hat, war unrein. Unrein geworden. So, nach 5. Mose 12,23 und anderen Bibelstellen ist das Blut ist der Sitz des Lebens. Ja? Das Blut, im Blut ist das Leben, so heißt es beispielsweise in 3. Mose 17. Das ist ja auch das, was wir beim Abendmahl feiern. Das Leben, was Christus für uns gegeben hat. Nur hier bei dieser Frau war es eben so, dass das Leben kontinuierlich wegfloss. Ja? Das war etwas, was wirklich ein richtiges Problem war. Ihr Leben war immer sozusagen ständig am Wegfließen. Wir haben bei uns in der Familie mal ein interessantes Erlebnis gehabt. Bei einer Frau, die bei uns in der Verwandtschaft ist, die hatte ein Baby geboren, war noch im Krankenhaus und irgendwie hatte sie eine innere Verletzung, die nicht bemerkt worden ist und sie war am Verbluten. Sie war regelrecht am Verbluten. Und sie sagte, es war ganz interessant. Sie fühlte sich nicht irgendwie in Panik oder in Unruhe, sonst was, es hat nicht wehgetan, nichts. Sie war da so und sie hat gesagt, es fühlte sich so an, als ob das Leben aus mir herausfließt. Genau, exakt das war die Situation, in der hier diese blutflüssige Frau litt. Das Leben floss kontinuierlich aus ihr heraus. Nun, wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, für diese Thematik mit diesem Blutfluss, mit dieser Periode bei den Frauen, gibt es sehr genaue Regeln. 3. Mose 15, Abvers 25. Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage außer der Zeit ihrer Absonderung, also diese normale, übliche Periodenzeit, ja, ihrer Absonderung hat, oder wenn sie den Fluss über ihre Absonderung hinaus hat, soll sie all die Tage des Flusses ihrer Unreinheit sein, wie in den Tagen ihrer Absonderung. Unrein ist sie. Punkt. Jedes Lager, worauf sie alle Tage ihres Flusses liegt, soll ihr sein wie das Lager ihrer Absonderung. Und jedes Gerät, worauf sie sitzt, wird unrein sein nach der Unreinheit ihrer Absonderung.
Und jeder, der es berührt, wird unrein sein, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Nur indem er etwas berührt, was mit ihr in Berührung gekommen war. Ne? Und wenn sie rein geworden ist von ihrem Fluss, dann soll sie sieben Tage zählen, danach wird sie rein sein. Und am achten Tag soll sie sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung, also der Stiftshütte, zum Priester bringen. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern. So erwirke der Priester Sühnung für sie vor Yahweh wegen des Flusses ihrer Unreinheit. Der Fluss ihrer Unreinheit, was für eine Formulierung. Und jetzt kommt's. Und ihr sollt die Söhne Israels warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Das heißt, wenn jemand irgendwie mit dieser Frau in Touch gekommen ist oder mit etwas, was diese Frau berührt hatte, in Touch gekommen ist, wurde er unrein bis zum Abend. Wenn der das aber nicht wusste, dass er unrein jetzt dadurch ist, und sagen wir mal ganz frank und frei in die Stiftshütte geht, um da sein Opfer darzubringen, dann war das etwas, wo nach dem mosaischen Gesetz der Mann sterben musste oder die Person sterben musste. So, und deshalb musste davor gewarnt werden, das musste publik sein, das musste öffentlich sein, das war keine kleine Sache. Jemand, der hier in dieser Unreinheit war, war ja jemand, der die anderen auch unrein gemacht hatte. Ja, jemand, der infiziert war sozusagen. Ja, und jeder, der da irgendwie in Touch kam, war jetzt auch infiziert. So, und das durfte nicht sein. Und das war das Problem, in dem diese Frau steckte. Und das Problem war noch viel größer, als dass sie nur ihre Schmerzen hatte und dass sie nur ihr wegfließendes Leben hatte und dass sie nur ihre, ihr Hab und Gut da an die Ärzte vergeudet hatte. Das eigentliche Problem war, jeder, der sie berührte oder jeden, den sie berührte, der war unrein und fiel jetzt unter dieses Gesetz, unter dieses Problem. Und ich persönlich glaube, nach den 12 Jahren war die Frau einfach fertig, die war am Ende. Die hatte alles investiert, um frei zu werden, ging nicht, war schlimmer geworden. Und ich persönlich glaube, dass sie wirklich fertig war. Dass die einfach gesagt hat, was soll mir das Leben? Es ist egal. Es gibt keine Option mehr. Ich bin fertig, ich bin wirklich am Ende, ich glaube das. Ja? Denn, wie gesagt, in ihrem Plan war es ja, Jesus zu berühren. So, das war vielleicht sogar ein todeswürdiges Vergehen, ich weiß es nicht, nach den damaligen Gesetzen. Aber es war keine kleine Sache. Sie hat gesagt, ich bin so verzweifelt, ich mache das, was mir von der gesamten Gesellschaft und vom Wort Gottes und von allem strikt verboten ist. Ich gehe los und ich touch den Mann Gottes, obwohl ich es nicht darf. Das ist die Story, die dahinter steckt. Das ist eine viel größere Dramatik in dieser Person, als wir vielleicht ahnen. Wie gesagt, vielleicht war es sogar todeswürdig, was sie gemacht hat. Und all die Leute, die mit ihr waren, die sie berührt hat, da war Gedränge, da war Gestoße, all die Leute, die irgendwie mit ihr in Touch kamen, die waren auch alle unrein. Was glaubst du, wie die reagiert hätten, wenn die gemerkt hatten, Mensch mal, das ist doch die Frau, die den Blutfluss hat. Die wären doch alle ausgetickt. Sie war von einem Arzt zum anderen gegangen, heißt es. Die Kosten für die Arztbesuche haben ihren ganzen Besitz verschlungen. Die Behandlungen haben ihr keinen Nutzen gebracht. Es war immer schlimmer geworden. Niemand konnte ihr helfen. An dem Punkt war sie. Und dann hat sie gesagt, dann hat sie von Jesus gehört. Sie hat von Jesus gehört. Und dann hat sie sich aufgemacht und hat gesagt, ich werde ihn sehen. Ich werde dahin gehen. Ich werde etwas tun, was absolut verboten ist. Zweiter Gedanke. Die Bibel spricht von der blutflüssigen Frau. Die blutflüssige Frau. Punkt. Ihr Name wird nicht genannt. Das betrifft übrigens viele Personen im Neuen Testament, die Heilung erlebt hatten oder die Begegnung mit Jesus hatten und so weiter. Und es gibt eigentlich nur ein paar wenige Ausnahmen. Also beispielsweise Lazarus wird uns genannt, den er von den Toten auferweckt hat. Oder Bartimäus,
Ja, der Blinde in Jericho, der so gekrischen hat, dass er wirklich so anhaltend war, bis Jesus gesagt hat, bringt ihn her. Ne? Wo die Leute ihn versuchten, zur Ruhe zu bringen. Und eben Jairus, der jetzt auch hier aufgetaucht ist und der bei dieser ganzen Szene da daneben steht. Und der genau das Gesetz wusste, der wusste exakt, was hier passierte. Und die anderen wussten es auch. Ja? Er war Vorsteher der Synagoge. Ja? Er kannte das Gesetz. Er wusste, was die Frau macht. Und er wusste, was hier gerade abging. Ne? Die Frau war namenlos. Das, was sie auszeichnete, war nur ihr Gebrechen. Nur noch ihr Gebrechen. Alles andere war uninteressant. Das Leiden, die Not, das war das, was ihr zur Identität geworden war. Sie war nur die blutflüssige Frau. Und sie war kontinuierlich unrein. Kennst du das? Das gab es damals auch schon. Das ist der Bettler. Das ist der Arme. Das ist der Aussätzige. Das ist der Sünder. Das ist der Zöllner. Das ist der, das ist der, das ist der. Kiste, Box, da kommst du rein. Und das war eben die Kiste für die blutflüssige Frau. Unrein, bloß nicht berühren, am besten nichts damit zu tun haben. Das Leiden dieser Frau, das Gebrechen hatte sie beraubt von allem. Das hatte ihre gesamten Beziehungen geraubt, da bin ich sehr sicher. Das hatte ihre Freunde geraubt. Wahrscheinlich sogar ihre Verwandten. Das hatte dann auch ihre Finanzen geraubt. Weißt du was? Das hatte ihr Leben geraubt. Dieser elende Blutfluss hat ihr Leben geraubt. Heute haben wir Möglichkeiten, da was gegen zu machen. Die hatte die Frau damals nicht. Aber genau so, wenn du darüber nachdenkst, geht es doch vielen Menschen. Ja, etwas, was zur Identität wird. Ihre Sucht. Ihr Gebrechen, ihr Leiden, ihre Schwäche, ihr Aussehen, vielleicht ihre Herkunft. Ja? Das wird zu ihrer Identität, auch heute noch. Das wird zur Box, in denen sie irgendwie reingesteckt werden. Das ist der Arbeitslose. Das ist der Alkoholiker. Das ist der Gescheiterte. Das ist der Erfolglose. Das ist der Infizierte. Das ist der, der Pleite gemacht hat. Und viele, viele Dinge greifen nach uns und wollen uns in so eine Box stecken. Ja? Wollen uns unsere Identität geben. Ja? Armut, Arbeitslosigkeit, Gebundenheiten, was auch immer. Dieses Abgelehntsein, zurückgewiesen sein, Scheidung, geschieden sein, ein Versager sein, unfruchtbar sein, keine Kinder bekommen zu können, ja? In Schulden gekommen zu sein. Gescheitert sein und. Dinge, die in unserem Leben passiert sind und die uns unsere Identität geben wollen. Denk mal an die Tafel gerade eben. Unsere Identität, wenn du ein Kind Gottes bist, ist, du bist Sohn und Tochter des höchsten Herrn, des Königs der Könige, des Herrn der Herren. Und du bist als Botschafter in diese Welt gesandt worden. Die Welt hat nicht das Recht, dir irgendeine Identität zu geben. Du bist ein Kind Gottes. Und dennoch leben so viele Christen in irgendeiner Kiste, die irgendeine Welt ihr gezimmert hat und gesagt hat, da gehörst du rein. Und das ist ein Riesenelend. Wenn wir als Christen nicht verstehen, dass wir auf einem völlig anderen Level spielen, dass wir auf einer anderen Ebene uns befinden, dass wir zum Reich Gottes gehören, dass wir Himmelsbürger sind. Ja? So viele Christen sind ausgestoßen, sind geächtet, sind verlacht. Und vielleicht auch gerade jetzt in der Welt, eben weil sie Christen sind, ne? Weil sie irgendwelche Werte haben, Vorstellungen, weil sie Menschen retten wollen, weil. Aber ich sage dir eins, ich glaube, dass es auch in den Gemeinden das Problem gibt. Ja? Da sind auch Leute, die werden geächtet. Vielleicht, das kann alles Mögliche sein, aber vielleicht beispielsweise, weil sie nicht Corona-gläubig sind, weil sie nicht regierungsgläubig sind, weil sie nicht mediengläubig sind. Ja? Weil sie die Maßnahmen kritisch sehen. Und wir haben von einigen Leuten gehört, die uns angeschrieben haben, haben gesagt, ey, die haben mich, ich sag mal, aus der Gemeinde rausgeschmissen. Mehr oder weniger, ja. Oder ich kann da nicht mehr hingehen, ich bin nicht mehr willkommen, nur weil ich eine andere Sichtweise habe. Weil ich vielleicht die Gabe der Unterscheidung der Geister habe. Nur vielleicht, ne? Wir haben gestern eine Mail bekommen. Da hatten seine Frau
informiert. Sie hatte ihren Pastor ganz höflich gefragt, also schriftlich per Mail, ob sie ihm diese Broschüre geben könnte, ob er Interesse daran hat. Sie hat nur gefragt, hast du Interesse daran an dieser Broschüre? Da geht es um die Impfung. Daraufhin hat der Pastor sie zusammengefaltet, ja, hat sie angegriffen und hat die Christen im Widerstand mit dem Nazi-Regime verglichen. Der Pastor. Weißt du was? Das ist so absurd. Das ist so skurril. Das ist so durch den Wind. Ich weiß nicht, was das für ein Pastor ist, aber nimm keinen, den du ernst nehmen darfst. Das ist jemand, der wahrscheinlich seine Informationen wirklich aus dem System der Welt holt. Ich weiß nicht, was da ist, aber stell dir das mal vor. Ja? Abgelehnt, ausgegrenzt, weg mit dir. Du bist unrein, du entsprichst nicht unserem Denken. Wir denken systemkonform und wenn du das nicht tust, gehörst du nicht dazu. Ab in die Box, ab in die Kiste mit dir. Ausgrenzen. Weißt du, im Alten Testament finden wir solche Leute. Und da gibt es einen ganz interessanten Bericht in 1. Samuel 22. Da heißt es in Vers 2. Und es versammelten sich bei ihm, nämlich bei David, allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Das war die Truppe, die sich um David, als er auf der Flucht vor Saul war, zusammengefunden hat. Das waren Outlaws. Das waren irgendwelche Geächtete. Das waren Leute, die, wie gesagt, in Not und Schulden gekommen waren. Die Haus und Hof verloren hatten oder was auch immer, ja. Oder die einfach nicht ins System gepasst haben. Die sind weggegangen. Die haben irgendwo in der Wildnis gelebt. Und da war auf einmal dieser David und sie haben sich um ihn geschart, weil der etwas hatte von Gott. Ja? Weißt du, was das für Typen waren? Diese Leute, diese Typen, ja, in Not, in Schulden und in Verbitterung. Das waren die späteren Helden Davids. Das waren die, ja, die jetzt abgelehnt waren, ausgegrenzt waren, gescheiterte Existenzen waren. Das war die Kerntruppe seiner Armee. Das war die Kerntruppe seines späteren Regierungsapparates. Das war die Kerntruppe seines Erfolges. Das war die Kerntruppe seines Königreiches. Das waren Leute, die waren treu, die waren verlässlich, die waren hingegeben. Die Bibel berichtet über ihre Heldentaten. Die Bibel ist das ewige Wort Gottes, ist ewig. Diese Heldentaten sind ewig, die darüber berichtet werden. Beispielsweise hatte Sigrid vor einigen Wochen über einen Typ gesprochen, der hieß Schammer. Der hat mit dem Ochsenstecken eine ganze Philisterarmee besiegt, weil er ein Linsenfeld verteidigt hat. Weißt du, was Linsenfeld ist? Gar nichts ist das. Ein erbärmliches, zweitklassiges Stück Land. Aber er hat dafür gekämpft, weil er gesagt hat, dieses Terrain gebe ich nicht dem Feind. Und mag das Terrain auch ziemlich erbärmlich aussehen. Hier stehe ich, ich werde dafür kämpfen. Und alles, was er hatte, waren Stecken und er hat gereicht, weil der Herr war mit ihm. Das waren gewaltige Männer Gottes, das waren Helden. Und die waren vorher im alten System, ich sag mal Abschaum. Und im neuen System wurden sie zu den Helden. Und ich sag dir eins, mancher, der jetzt heute, da spreche ich von Christen wie auch von Nichtchristen, abgelehnt wird, über den man die Nase rümpft, wird morgen ein Held sein. Mancher, der heute ein angepasster Mitläufer ist, wird in der kommenden Bewegung Gottes nicht mehr gefunden werden. Die Dinge sind in Bewegung, die Dinge verändern sich. Und wer in einem zusammenbrechenden System Mitläufer ist, steht in der Gefahr, mit zusammenzubrechen. Nicht wahr? Denkt mal drüber nach. Gut, dritter Gedanke. Diese Frau hat sich im Glauben ausgestreckt. Die hatte Glauben. Das ist von großer Bedeutung. Ganz entscheidend wichtig. Die hatte Glauben. Die hat nämlich zu sich selbst gesprochen. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wenn ich nur seine Kleider anrühre, so werde ich geheilt. Aber aufgrund der ganzen Situation war es natürlich so, dass sie sich natürlich gescheut hat, einfach in die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht kannte man sie ja auch da.
Ne? Sie scheute sich, Jesus öffentlich, public, um Heilung zu bitten. Andere hatten das natürlich getan, logischerweise, Jairus beispielsweise, ja, sind zu Jesus geflitzt und haben gesagt, komm, komm, das konnte sie so nicht. Sie fürchtete die Menge, die fürchtete die Aufmerksamkeit, die fürchtete das Rampenlicht. Die Bibel berichtet uns ein interessantes Gegenbeispiel und das war der Bartimäus, den ich schon jetzt erwähnt hatte. Bartimäus war ein Blinder in Jericho. Jesus ging irgendwo vorbei. Vielleicht ein paar Dutzend Meter, vielleicht ein paar hundert Meter. Und er hat es mitgekriegt und er hat gebrüllt, bis er rot angelaufen ist. Jesus, ja, Sohn Davids, erbarm dich über mich. Bis Jesus das gehört hat und gedacht hat, okay, bring den Typ her. Der hat gebrüllt und gebrüllt. Und die Leute haben gesagt, halt die Klappe. Die haben gedacht, sei ruhig, sei ruhig. Die wollten ihn mundtot machen, sei ruhig. Da war Widerstand und er ist dran geblieben. Er hat einfach diesen Widerstand überwunden und hat so lange gerufen, bis er vor dem Meister stand und seine Heilung bekommen hat. Widerstand, ja. Er hat auf sich aufmerksam gemacht. Er war blind. Nun, das Problem bei dieser Frau war anders. Die wollte das eher so klammheimlich machen. Die wollte ihn berühren. Das hat sie ja schon kapiert, dass das offensichtlich etwas ist, was ihr Heilung bringt. Aber das war gefährlich. Es war vielleicht sogar lebensgefährlich. Ich weiß es nicht. Ne? Deshalb hat sie sich gescheut. Aber aus dieser Verzweiflung heraus, in der sie war, hat sie gesagt, es ist alles egal. Mein Leben ist gelaufen. Ich habe ja gar nichts mehr zu verlieren. Ja? Und ich gehe und ich berühre ihn. Heimlich. Geh raus aus der Box. Ich gehe raus aus der Box. Das war auch das bei Bartimäus. Die haben gesagt, sei ruhig, bleib in deiner Kiste. Und er hat gebrüllt, bis hier sie gehört hat. Und diese Frau hat auch gesagt, ich gehe raus aus der Box. Ich darf nicht. Niemand akzeptiert das. Jeder, der das hören würde, würde sagen, bist du wahnsinnig. Aber ich tue es trotzdem. Ja? Ich gehe und berühre ihn. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und dann hat sie sich ausgestreckt. Sie hat sich durch die Menge gearbeitet, von hinten irgendwie durchgeschlängelt. Wir wissen gar nicht, mit wie vielen Dutzenden von Leuten, die in Berührung kamen. Körperliche Berührung, ja, Touch, das war ja gerade das Gefährliche. Das war ja gerade das Problem. Sie hat sich durchgearbeitet, wahrscheinlich gebückt. Vielleicht hat sie sich irgendwas über den Kopf gezogen, dass keiner sie erkennt. Ja, und die war ja auch schwach. Also irgendwie hat sie sich da durchgearbeitet. Und sie, ihr einziges Interesse war bloß unerkannt in diesem Gestoße und so weiter. Ich will ihn nur berühren. Ja? Okay. Und dann hat sie ihn tatsächlich sich durchgearbeitet und sie hat ihn berührt. Und wo hat sie ihn berührt? Sie hat ihn an seinem Gebetsschal berührt. So, hier habe ich einen schönen Talit. Und in diesem Talit siehst du hier an den vier Ecken, hier gibt es diese Quasten. Und diese Quasten sind was ganz Besonderes. Die sind mit einer ganz, ganz komplizierten Knotung sind die versehen. Jemand hat mal gesagt, wenn man das wirklich versteht, messianische Juden, die können darin die Heilsgeschichte in der Art, wie das geknotet wird, wiedergeben. Aber diesen Gebetsschal, den hatte Jesus an. Und das waren diese Quasten. Das war nicht irgendwie ein Saum von irgendeinem Mantel, sondern das waren die Quasten von seinem Gebetsschal. Und da gab es vier Stück an jeder Ecke. Ja? So, und das sind sogenannte Merkquasten. Merkquasten. Da lesen wir in 5. Mose 22, Vers 12. Quasten sollst du dir machen an den vier Zipfeln deines Oberkleides, mit dem du dich kleidest. Und in 4. Mose 15, Vers 37 bis 40 heißt es, und Jahwe sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen für alle ihre künftigen Generationen. Oha, das hört also nicht auf. Das gilt sozusagen für immer. Und dass sie an der Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und das soll euch zur Merkquaste werden. Das ist etwas, das man dran denkt. Ein Erinnerungsteil, ja? Manche Leute machen sich einen Knoten ins Taschentuch. Das hier ist die intelligentere Form davon. Ne? So, eine Merkquaste. Jedes Mal, wenn du das siehst, denkst du an was? An was denn? Ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote Jahwes denken.
Das ist etwas, woran du an das Gesetz denkst, an das Gebot denkst, an den Herrn denkst. Ja? Und sie tun. Und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt, damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Das hat also etwas damit zu tun, heilig zu sein. Heilig. Du tust es und bist heilig. Du denkst an die Gebote und es erinnert dich daran, dass du dem Herrn ein heiliges Volk bist. Das ist es, was mit diesen Quasten ist. Das ist es, was hier eigentlich das ist, was diese Frau berührt hat. Das hat was mit Heiligkeit zu tun. Deshalb ist es auch am Gebetsschal. Ja? Am Gebetsschal. Ja? Wenn man betet, wird er eben über den Kopf gezogen. Hier steht eine bemerkenswerte biblische Aussage drauf. Und ja, dann wird eben gebetet. Aber ansonsten ist Jesus wahrscheinlich damit rumgelaufen. Ja? Er war Rabbiner. Und die Frau hat gesagt, hier, das ist es. Das ist diese Quaste, die steht für das Gesetz, die steht für Gott, die steht für Heiligkeit. Die werde ich berühren. Wenn ich bei ihm, an dem Element, an diesem Kontaktpunkt ihn berühre, werde ich meine Heilung bekommen. Das beschloss sie zu berühren, diese Quaste des Talit. Sie wollte daran andocken. Anknüpfen, in Anspruch nehmen, davon ziehen. Sie wollte davon ziehen. Und tatsächlich, die Kraft ging aus. Sie zog sozusagen die Heilung von Jesus Christus durch diesen Talitquaste an sich. Eine ganz, ganz bemerkenswerte Situation. Sieht man das? Nein, leider nicht. So. Aber das müssen wir verstehen, dass es hier diese Quaste von dem Talit war. Ja? Etwas ganz Besonderes, was eine wichtige Bedeutung für sie hatte. Und das hat auch der Jairus und die anderen verstanden. Die wussten, was die Frau gemacht hat. Die ist nicht einfach so hin und hat gesagt, naja, ich fasse den irgendwie an, heimlich am Rücken oder am Bein oder an Klamotten oder sowas. Nein, die wusste genau, welchen Kontaktpunkt sie anfassen musste. Sie wusste, um was es ging. Sie hat das Ding berührt, heimlich angeschlichen. Und der Punkt ist, sofort, sogleich merkte sie, dass ihre Not gestillt war, dass das Problem erledigt war. Sie merkte sogleich, hallo, ich bin geheilt. Sie merkte, dass der Blutfluss zum Stillstand gekommen war und dass sie von der Plage geheilt war. Halleluja. Ihr Glaube hatte sie augenblicklich gesund gemacht. Augenblicklich gesund gemacht. So, das kostete sie in dem Sinne eigentlich nichts. Also im finanziellen Sinne. Also so wie, sagen wir mal, die Ärzte. Die hat ja immer und immer und immer bezahlt für das, was die Ärzte gemacht haben. Das hier hat sie nichts gekostet finanziell. Aber es hat sie etwas anderes gekostet. Und das sollte jetzt erst nochmal ein leichter Schock für sie werden. Oder auch ein großer. Ne? Denn es geschah etwas völlig Unerwartetes. Sie hatte ihren Segen bekommen, hatte gemerkt, oh ja, ich hab's, und ließ sich wieder in die Menge zurückfallen, um möglichst klammheimlich wieder rauszukommen. Sie hatte alles, was sie wollte. Aber Jesus war noch nicht fertig mit ihr. Er blieb stehen. Und alle anderen natürlich auch. Das war schon mal uncool. Ja? Und dann wollte er, dass die Frau sich offenbarte. Autsch. Das war nur das, was die Frau am allerwenigsten wollte. Weil dann musste sie ja sagen, weshalb sie ihn berührt hatte. Dann musste sie ja sagen, dass sie gegen das mosaische Gesetz verstoßen hatte. Dann musste sie ja sagen, ich bin unrein und ich habe dich unrein gemacht und jeden anderen, den ich hier anberührt habe oder der irgendwie mit mir in Berührung gekommen ist. Das war richtig heftig. Sie wollte sich klammheimlich davon machen, aber das hat Jesus nicht zugelassen. Ja? Er wollte, dass die Frau sich offenbarte. Was wollte er? Er wollte, dass sie wirklich aus der Box rauskommt. So, deshalb wandte er sich um in Richtung der Frau und hat gesagt, wer hat meine Kleider angerührt? Ich glaube, dass bei der Frau wirklich
das Blut in den Adern gefroren ist. Ja? Alle haben natürlich verneint. Und dann hat Petrus und die Jünger gesagt, hör mal, was ist denn jetzt los? Hier, Menge Leute, die stoßen dich, die berühren dich, die umdrängen dich, die drücken dich. Und sagst, wer hat mich angefasst? Aber Jesus hat gesagt, Moment mal, hier hat mich jemand im Glauben berührt. Mich hat jemand im Glauben berührt. Der Herr hat genau gemerkt, dass jemand im Glauben ihn berührt hat. Das war der Unterschied. Massenhaft Leute, aber einer im Glauben hat ihn berührt. So, die Frau merkte, vielleicht hat der Herr auch sie angeschaut, ja, dass sie nicht verborgen bleiben konnte. Und jetzt kam es für sie zum großen Showdown. Voller Furcht und Zittern ist sie zu ihm gekommen, ist auf die Knie gefallen. Und dann heißt es in dem einen Evangelium, sie hat die ganze Wahrheit gesagt. Was war die ganze Wahrheit? Ich bin unrein. Ich habe dich berührt. Ich habe das gemacht, was verboten ist. Ich bin aus meiner Box rausgekommen und habe dich berührt. Voller Furcht und Zittern. Und sie hat das nicht nur dem Herrn gesagt, sie hat es dem ganzen Volk, was dabei war, gesagt. Der Jairus stand daneben. Alle haben es gehört. Das war doch Hilfe. Was ist jetzt passiert? Unrein, unrein. Sie hat ein Bekenntnis gemacht. Und dann ist sehr interessant, was Jesus sagt, wie er mit ihr spricht. Er sagt, Tochter, Tochter. Die Bezeichnung Tochter ist schon mal Balsam für die Seele von der Frau. Ja, für ihr zitterndes Herz. Es zeigt das Mitgefühl des Herrn. Es zeigt das Interesse. Und dann sagt er, sei guten Mutes. Hey, sei ermutigt. Sei ermutigt. Weißt du was? Seit 12 Jahren war das, was die Frau nicht erlebt hatte. Ja, Zuversicht, Mut hatte sie nicht. Gab's nicht. Vielleicht gab es überhaupt keine Leute, die ihr gegenüber freundlich waren oder liebevoll. Ja? Sie hatte das nicht erlebt. Und auch jetzt war sie ja noch furchtsam. War da zu seinen Füßen. Ne? Und er sagt, sei guten Mutes. Er spricht der Ermutigung zu. Der Tochter. Und dann kommt's. Dein Glaube hat dich geheilt. Es war nicht das Gebet, es war nicht das Fasten, es war nicht die Treue, es war nicht ein Opfer, es war nicht irgendwas. Es war der Glaube. Es war auch nicht die Berührung. Vorhin hat man von Naaman gehört. Es war nicht das Wasser des Jordan, was ihn geheilt hatte. Es war der Gehorsam gegenüber dem prophetischen Wort. Und hier war es so, es war der Glaube, den die Frau hatte, dass sie gesagt hat, wenn ich das tue, werde ich die Heilung bekommen. Denk mal über diese Aussage nach. Dein Glaube hat dich geheilt. Viele von uns haben mit Krankheit zu tun, mit Krankheit zu kämpfen. Vielleicht sagt der Herr auch, dein Glaube kann dich heilen. Vielleicht. Muss man drüber nachdenken. Diese Aussage steht jedenfalls absolut im Mittelpunkt. Dein Glaube hat dich geheilt. Die wird in allen drei Evangelien berichtet. Ja? Bei Matthäus, Markus und Lukas. Und Jesus macht deutlich, nicht die Berührung hat dich geheilt. Nicht hier. Die Quassen, die Zitzit haben dich geheilt. Von dem Talit. Nein. Dein Glaube war es, der dich geheilt hat. Dein Glaube war das, wo du gezogen hast von der Kraft des Herrn. Die Heilung war die göttliche Antwort auf ihren Glauben. Und dann sagt Jesus weiterhin, redet mit ihr, geh hin in Frieden. Sie war so voller Furcht und Zittern. Und sie hatte so Angst vor den Leuten. Und er sagt, hey, du kannst in Frieden gehen. Das war ja das, was sie überhaupt nicht erwartet hat, in Frieden gehen zu können. Sie hatte ja sonst was, vielleicht sogar die Steinigung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall Probleme, auch von ihm. Ey, er war Rabbiner und er war jetzt erstmal unrein durch die Berührung. Zumindest theoretisch, denn wenn sie geheilt war, war der Blutfluss nicht mehr da und sie war auch nicht mehr unrein. Durchaus eine theologische Frage. Aber er sagt dir, du kannst in Frieden gehen. Und dann sagt er noch,
sei gesund von deiner Plage. Die Frau hatte gemerkt, dass der Blutfluss versiegt war. Aber hätte ja sein können, dass das nur kurzfristig war. Hätte ja sein können, dass das nur eine Einbildung war. Hätte ja sonst was sein können. Durch dieses Wort, was er hier gesagt hat, sei gesund von deiner Plage, war das nochmal die absolute Bestätigung. Er hat das nochmal richtig festgenagelt, festgekloppt. Er hat durch sein Wort versichert, du bist dauerhaft gesund. Ja? Und das Interessante ist, alle Leute drumherum haben es gehört. Sie haben gehört, ey, die Frau ist gesund. Damit war auch das Problem der Berührung und des Unreinseins irgendwie gelöst. Die Gefahr war gebannt. Dass man sich ihr irgendwie unfreundlich dann gegenüber verhalten hätte, war gebannt. Die Information, hallo, die Frau ist gesund, war eine wichtige Information. Was hat Jesus gesagt? Diese Frau ist nicht mehr in der Box. Diese Frau ist frei. Diese Frau ist frei von der Box, in der sie drin war. Sie ist frei. Sie ist geheilt. Halleluja. Weißt du, anderer Gedanke. So viele Menschen, auch heute noch, wollen, dass Jesus sie berührt. Das war damals ebenso. Sie wollen, dass der Herr sie berührt. Das war ja auch das Ding von Jairus. Jairus hat gesagt, du musst kommen und du musst das Mädchen berühren. Das war sein Denken. Herr, komm und du berührst. Und so sind viele Menschen heute noch. Oh Herr, ich brauche deine Berührung. I need a touch of God. Ja, wir brauchen deine Berührung. Wir wollen deine Berührung. Wir strecken uns auch nach deiner Berührung. Oh Herr, diese Frau hat sich gesagt, ich habe nicht die Gelegenheit, dass Jesus mich berührt. Das war gar nicht in ihrem Denken drin. Ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Möglichkeiten, ich habe keinen Fürsprecher, ich habe keine Chance. Ich komme da gar nicht hin. Keine Möglichkeit. Ich werde losgehen. Ich werde losgehen. Und ich werde ihn von mir aus berühren. Ich fasse ihn an. Ich ergreife das, was er hat. Ja? Nicht, I want a touch of God, sondern I will touch God by myself. Ich werde selber gehen und den Herrn berühren. Ich werde selber Gott berühren. Wenn ich keine Berührung hier vom Herrn bekommen kann, dann gehe ich selbst. Ich gehe selbst und berühre Gott. Ich hole mir im Glauben das, was er für mich hat. Das ist eigentlich wahrer Glaube. Der Herr tut die Frau nicht anschnauzen für das, was sie gemacht hat. Er tut sie nicht Schuhregeln. Er tut sie nicht Maßregeln. Er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Interessant, wenn wir uns das hier mal anschauen, ist ja auch die Reihenfolge. Die Reihenfolge, die uns da in der Bibel gegeben wird für diese ganze Story. Zuerst einmal hat sie gehört. Die Frau hat gehört. Sie hat was gehört. Gott hat mehr für dich, hat sie gehört. Hey, es gibt mehr. Es gibt eine Möglichkeit, dass der Herr, da passiert was. Leute werden geheilt, Leute werden gerettet, Leute werden befreit. Könnte das was sein für mich? Sie hat gehört. Und das Gehörte hat sich mit ihrem Glauben verbunden. Weißt du was? Wir müssen hören, dass Gott mehr für uns hat. Wir müssen hören, dass er der Heiler und Retter ist. Und wenn du schaust in der Christenheit, so viel, was das versucht runterzuknüppeln, ja, so viel, was sie erzählen will, dass er nicht heilt, dass er nicht befreit und dass das für heute schon gar nicht mehr gilt und so weiter und so weiter. Und deshalb bleiben viele Leute an der Stelle stehen. Sie hören und Punkt. Es passiert nichts weiter. Sie hören das zwar, ja Gott, ja schön, aber es passiert nichts, sie werden nicht aktiv. Die Frau hingegen hat den nächsten Step gemacht. Sie sprach zu sich selbst. Das ist extrem cool. Sie sprach zu sich selbst. Sie sagte, wenn ich seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Die hätte ja auch was völlig anderes zu sich sagen können. Die hätte ja sagen können, ich habe überhaupt keine Chance. Wenn ich mich durch die Menge mogel, Die werden mich alle umbringen. Ich brauche mich nie wieder sehen zu lassen. Ich schaffe es ja gar nicht, ich bin ja schon eh so schwach. Ja? Ach, ich komme da gar nicht durch. Die hätte ich ja sonst was reden können. Die hätte sich das, was da an Glauben war, wegreden können. Und in dem Problem stehen auch viele von uns. Wir hören es.
Und dann kommt der Feind mit irgendwelchen Einflüsterungen, warum das für dich nicht gilt und warum das jetzt nicht gilt und warum das überhaupt nicht gilt und so weiter. Und man macht nichts. Und man bleibt an der Stelle stehen. Man wird nicht aktiv. Man spricht es sich nicht zu. Man sagt nicht, das gilt für mich. Und das ist das Ding, was wir bei Gottes Haus immer und immer wieder versuchen. Wir versuchen, dir klarzumachen, die biblischen Verheißungen gelten für dich. Die Aussagen der Bibel gelten für dich. Die Versprechen Gottes gelten für dich. Du bist eine Tochter, ein Sohn Gottes. Das, was er für dich hat, hat er für dich. Du darfst dich danach ausstrecken. Es ist sein Wille. Und jeder, der dir erzählt, dass es nicht für dich ist, den solltest du wirklich hinter dir lassen. Denn der beraubt dich von dem, was Gott für dich hat. So, dritter Punkt. Sie blieb auch da nicht stehen, sondern sie machte jetzt den entscheidenden Punkt. Sie ging nämlich los. Sie ging los. Sie ist aktiv geworden. Sie hat gesagt, ich habe es gehört, ich habe zu mir gesprochen, ich glaube und jetzt gehe ich los. Jetzt setze ich meinen Glauben in Aktion um. Ich gehe los und ich werde ihn berühren. Und das hat sie gemacht. Und auch an der Stelle bleiben viele Menschen stehen, denn dann kam ein entscheidender Punkt. Da war, viertens, Widerstand. Da war Widerstand, da war die Menge, da war ihre Schwäche. Da war vielleicht die von ihr ganz feindlich empfundene Atmo. Ja? Da war die Furcht, da waren die Bedenken, da war, was werden die reden, was wird hier sein, wie wird das ganze Ding ausgehen. Aber sie hat sich nicht abhalten lassen, sie hat diesen Widerstand überwunden. Auch den Widerstand in ihren Gedanken, auch den Widerstand einfach von diesen Befürchtungen. Egal, 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 ich gehe da durch. Ja? Auch an der Stelle bleiben manche stehen. Sie überwinden vielleicht den Widerstand, aber sie tun das Nächste nicht, was notwendig war. Was hat sie gemacht? Sie hat ihn berührt. Sie hat den Herrn berührt. Sie hat ihn berührt. Wie gesagt, ein grobes Vergehen nach dem damaligen Verständnis. Sie hat ihn berührt. Sie hat gehört, sie hat zu sich gesprochen, im Glauben. Sie ist losgegangen, sie hat den Widerstand überwunden und sie hat tatsächlich den Herrn berührt. Sie hat ihn berührt. Und sie empfing sogleich, im gleichen Moment hat sie es in Empfang genommen. Und ich glaube, dass es auch an der Stelle noch einen Hinderungsgrund geben kann. Weißt du, manche Leute tatsächlich berühren den Herrn, wenn ich es mal so formulieren darf. Und dennoch empfangen sie nichts. Warum? Weil empfangen ist aktiv. Guck mal, das ist wie ein Geschenk. Du sagst, du bittest um ein Geschenk und das Geschenk wird dir hingehalten. Du hast im Glauben vielleicht das Geschenk wirklich erbeten und glaubst dafür und alles bestens und dann wird es dir hingehalten. Du musst es aktiv nehmen, um es zu haben. Weißt du, der Herr kann dir vielleicht jahrzehntelang irgendwas hinhalten. Wenn du es nicht nimmst, weil du es nicht weißt oder weil du es nicht verstanden hast oder weil du es nicht willst oder warum auch immer, dann wirst du es nicht haben. Du wirst es nicht haben. Du musst wissen, dass es da ist und du musst es ergreifen. Und wenn du es ergriffen hast, ist der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören zu bitten darum, sondern anzufangen zu danken dafür. Ja? Wenn du es nicht aktiv ergreifst, was der Herr für dich hat, wirst du es nicht haben. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass viel Not und Elend in christlichen Kreisen ist, nur weil sie das, was Gott schon längst für sie bereit hat, nicht selber aktiv genommen haben, weil sie da einfach nicht diesen Punkt der Erkenntnis verstanden haben. Aber die Sache ist noch nicht zu Ende. Jesus wollte sie noch weiterführen. Und deshalb hat er sie ja in diese unangenehme Situation reingebracht, wo sie dieses Bekenntnis geben musste, wo sie Zeugnis geben musste mit Furcht und Zittern. Und das ist auch etwas, was für uns gilt. Wenn du was vom Herrn empfangen hast, Heilung, Segen, sonst was, mach die Klappe auf und gib Zeugnis. Erzähl es weiter. Es ist notwendig. Ja? Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht. Es ist etwas, wozu wir aufgefordert sind. Ja? Weil das andere im Glauben ermutigt, weil das ein Segen ist. Ja? Weitergeben von dem, was der Herr in deinem und meinem Leben getan hat. Wir sind Zeugen. Ja? Das ist unser Job an erster Stelle. Und das hat sie getan, auch wenn es nicht ganz freiwillig war. Ne? Sie hat bezeugt, was der Herr da getan hat und dass sie die Heilung empfangen hat.
Und danach hat Jesus ihr nochmals diese Bestätigung gegeben, hat gesagt, jawohl, du bist geheilt. Du bist geheilt. Das war für sie wichtig, das war für ihr ganzes Umfeld wichtig. Das war das Wort des Herrn, worauf sie sich wirklich, wirklich, wirklich festhalten könnte. Ich glaube, die Frau hätte an den verschiedensten Punkten dieser kleinen Reise alles Mögliche machen können, um zurückzugehen, zurückzufallen, nicht weiter aktiv zu sein. Und sie hätte wahrscheinlich ihre Heilung nicht empfangen, wie der Naaman. Wenn der nicht überzeugt worden wäre, er sollte da in den Jordan gehen, ja, hätte er seine Heilung nicht bekommen. Und er hätte auch nicht mit einmal und zweimal und dreimal untertauchen seine Heilung bekommen. Er musste es so machen, wie die präzise Information des Herrn war. Ja? Er musste sich so und so oft untertauchen und dann war er geheilt. Er musste sich dran halten. Das war die Vorgabe Gottes. Und dann geschah das Wunder. Ja? So, was für mich an der Stelle wichtig ist, ist, egal wie die Menge reagieren könnte, egal wie gefährlich die Situation vielleicht aussieht, egal, was du vielleicht möglicherweise zu verlieren hast, werde aktiv. Werde aktiv. Warte nicht darauf, dass irgendwas Mysteriöses passiert vom Himmel herab und irgendwas. Ja? Sondern geh los und berühre den Herrn. Werde aktiv. Bleib nicht irgendwo sitzen. Ja? Sondern werde aktiv. Der Herr ist da und du kannst ihn berühren. Du kannst dich aufmachen nach ihm. Das geschieht normalerweise im Gebet. Du sprichst einfach das aus. Ja? Mach den Mund auf. Artikuliere. Vielleicht wartest du schon so lange auf etwas von Gott. Kann es sein, dass Gott nur auf dich wartet? Dass du anfängst? Dass du es ergreifst? Dass du aktiv wirst? Der Evangelist Reinhard Bonke hat gesagt, Gott sitzt nicht mit den Sitzenden, aber er geht mit den Gehenden. Oder ein anderer bekannter Spruch von ihm, ein geparktes Auto kann man nicht lenken. Das heißt, setz dich in Bewegung und selbst wenn es vielleicht nicht ganz richtige Richtung ist, dann kannst du den Wagen in die richtige Richtung lenken, aber du kannst lenken und du kannst fahren. Wenn der Wagen steht, passiert gar nichts. Komm in Aktion. Das ist hier die Aussage. Weißt du, und viele Christen, habe ich festgestellt, die denken irgendwie, das passiert automatisch. Oh, wenn Gott mich segnen will, dann kommen die Segnungen irgendwie. Nein. Jairus musste den Herrn bitten, zu sich zu kommen. Und diese Frau musste losgehen, um den Herrn zu berühren. Und Naaman musste dem prophetischen Wort gehorsam sein. Sie mussten aktiv werden und sie mussten das umsetzen. Es ist ein gefährlicher Irrglaube zu denken, ja, wenn Gott mir was geben will, dann gibt es mir. Und da gibt es ein ganz dramatisches Beispiel oder eine Wahrheit, die das wirklich deutlich macht. Schau mal, die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Das ist Gottes erklärter Wille. Werden alle Menschen gerettet? Nein. Wer wird gerettet? Diejenigen, die es aktiv für sich in Anspruch nehmen. Die sagen, ja, Herr, ich will das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast, für mich persönlich beanspruchen. Ich nehme deine Rettungstat an. Ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Ich danke für dein vergossenes Blut. Ich akzeptiere das, dass ich dadurch für Zeit und Ewigkeit gerettet bin. Dein Opfer macht mich rein. Und ich akzeptiere das und nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Und so weiter. Das Übergabegebet. Ja? Das brauchen wir, wenn wir gerettet werden wollen. Aktiv. Es passiert nicht automatisch. Gott will, dass du gerettet wirst. Aber wenn du nicht sagst, ja, ich will es auch haben, es in Empfang nimmst, dann passiert gar nichts. Es ist sehr, sehr gefährlich. Und es ist ein gefährlicher Irrglaube, zu meinen, ja, ich bleibe auf meinem Sofa sitzen und wenn der Herr will, dann passiert was und wenn nicht, dann passiert nichts. Dann droht dein Leben wirklich dahin zu fließen. Ja, und dann noch ein weiterer wichtiger Punkt. Und das ist nochmal das mit der Welt. Lass nicht zu. Lass nicht zu, dass die Welt deine Identität bestimmt. Lass nicht zu, dass die Welt dich in eine Box steckt. Lass es nicht zu. Es steht ihr nicht zu, du bist ein Kind Gottes. Der Herr ist für dich gestorben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Du gehörst zu ihm.
Du bist Botschafter an Christi Stadt. Ja? Komm raus aus dem Gefängnis der Box, in die dich irgendjemand gesteckt hat. Andere Menschen, ja, die haben was ausgesprochen über dir. Die haben dir vielleicht irgendwas angetan. Die haben irgendwas gemacht. Ja, die haben dich begrenzt, die haben dich eingegrenzt, die haben dich gequält, die haben irgendwas gemacht. Ja, und das hat dich auf einmal, hat deine Identität bestimmt. Komm raus aus der Box. Du brauchst diese Identität nicht zu nehmen. Du brauchst die Begrenzung, die die Welt über dich gestülpt hat, nicht zu nehmen. Du kannst sagen, Moment mal, ich strecke mich aus nach dem höchsten Herrn, dem König und dem Herrn aller Zeiten. Und er hat etwas für mich, was keine Box dieser Welt rechtfertigt. Ja? Komm raus aus dem, was dir die Welt übergestülpt hat an Identität. Raus aus dem, was man dir angetan hat. Raus auch beispielsweise davon, anderen gegenüber nachtragend zu sein. Das Wort nachtragend ist ja sehr interessant. Wenn du nachtragend bist, weil man dir etwas angetan hat, dann heißt es, du bist nachtragend. Du trägst. Du trägst dem anderen das hinterher, das heißt, du schleppst. Du hast die Last. Das ist dein Problem. Der andere weiß vielleicht gar nicht davon oder kümmert sich nicht drum. Du hast die Last. Du bist nachtragend. Das deutsche Wort ist extrem aufschlussreich. Wenn du das abgibst, wenn du sagst, ich vergebe, bist du frei. Ja? Komm raus aus der Box, komm raus aus der falschen Identität, komm raus aus dem, was die Welt dir sagt, komm raus aus dem, was dich eingrenzt, was dich quält. Und komm auch raus aus dem, wo du dich selbst hineinbegeben hast. Das ist ja auch noch so ein Ding. Viele von uns haben sich durch die Umstände unseres Lebens selber in eine Box manövriert. So bin ich eben. Ich kann nicht anders. Das ist mein Ding, meine Begrenzung. Ja? Und dann gibt es etwas, was man im Englischen inner vows nennt, also so innere Festlegung, innere Schwüre. Ja, irgendwelche Dinge, die du mal zu dir selber gesagt hast. Ja, in irgendwelchen Erlebnissen oder traumatischen Dingen oder sonst was hast du etwas über dir festgelegt. Vielleicht gar nicht wirklich bewusst. Nur als Beispiel. Jemand, der sagt, ich werde nie wieder einem Mann oder einer Frau vertrauen. Als Beispiel. Das ist so eine innere Festlegung. Totaler Blödsinn. Aufgrund einer wahrscheinlich traumatischen Erlebnis. Und das hat dich in so eine Kiste gepackt. Du hast irgendetwas ausgesprochen. Ja? Ich werde immer mit Krankheit zu kämpfen haben. Ich werde immer mit Schulden zu kämpfen haben. Ja? In dieser Welt kann man nur durch Lüge und Betrug überleben. Und was auch immer. Oder man muss systemkonform sein, man muss angepasst sein, wenn man hier irgendwie Erfolg haben will. Vorsicht vor derartigen inneren Festlegungen. Du musst gucken, was das Wort Gottes sagt. Du musst dir bewusst sein, wer du bist in Christus. Ja? Du musst dir wirklich bewusst sein, wer du eigentlich bist. Ein Kind Gottes, was jederzeit zum Herrn gehen kann, was jederzeit ihn berühren kann. Und ich möchte dich einfach auffordern, dass du nicht mehr dich länger blockieren lässt, dass du dich nicht länger zurückhalten lässt, dass du dich nicht länger eingrenzen lässt, dass du dich nicht länger gefangen halten lässt. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Keine Box mehr, sondern stattdessen Reich Gottes Mentalität, Reich Gottes Identität. Es ist die Zeit, frei zu werden. Ja? Komm raus aus falschem Glaubenssystem, wo man dir gesagt hat, ja, steht zwar in der Bibel, aber gilt ja nicht. Oder gilt ja nicht für dich. Ja, gilt nicht für dich. Du bist ja beispielsweise eine Frau, das gilt nicht für dich. Ja, zu jung, zu alt oder sonst was. Gilt nicht für dich. Galt nur früher, heute nicht mehr. Hey, falsche Glaubenssysteme, komm raus aus sowas. Ja, was das Wort Gottes dir sagt und was es dir verheißt, das ist die Wahrheit. Was es sagt, was du hast, das hast du. Was es sagt, was du bist, das bist du. Das ist die Wahrheit. Ne? Und wenn man dir sagt, oh, du bist zu unreif, du bist noch nicht geheiligt genug, ne? Vorsicht, komm raus aus der Kiste. Komm raus aus der Kiste. Vielleicht hat man dich auch in deiner Gemeinde in irgendeine Kiste gesteckt. Ja? In irgendetwas, was dich begrenzt und festlegt. Du bist jetzt da. Wir hatten ja neulich über die Gaben gesprochen. Man dachte, das hast du und alles andere nicht. Du bist da in der Kiste und fertig. Ne? Mehr geht nicht. Vorsicht.
Komm raus aus dem Denken, nur die Profis können das machen. Nur die Profis dürfen Abendmahl nehmen. Nur die Profis dürfen für Kranke beten. Nur die Profis können in den Gaben des Geistes vorangehen und sonst was. Hey, es gibt im Reich Gottes keine Profis. Es gibt Söhne und Töchter. Weißt du was? Lass nicht zu, dass das Leben aus dir herausfließt, wie bei dieser Frau. Lass nicht zu, dass du verblutest. Wir haben auf unserer Webseite eine kleine Rubrik, die ich dir sehr empfehlen möchte, wenn dich das betrifft. Die findest du unter Gebet und dann schaust du, das heißt, was dir wirklich hilft. Und da sind Listen beispielsweise, wer bin ich? Wo deine Identität einfach mit biblischen Aussagen dargelegt wird. Oder meine Eigenschaften, wo einfach biblische Wahrheiten, was deine Eigenschaften sind, wer du bist, wer du in Christus bist, einfach aufgeführt sind. Und ich lade dich ein, schau dich da mal um. Ja, kannst du dir ausdrucken, ist da als PDF, kannst du dir ausdrucken, kannst du dir das verinnerlichen, damit du weißt, wer du bist. Und rauskommst aus falschen Glaubenssystemen und falschen Festlegungen und falschen Identitäten und falschen Boxen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, ich hatte vorhin davon gesprochen, dass es diesen Helden Davids gibt. Diese gescheiterten Existenzen, ja, die sich um ihn geschart haben. Und im Neuen Testament finden wir ein Adäquat dazu. Etwas, was ganz adäquat ist. Das sind die Jünger, die sich um Jesu geschart haben. Die Jünger waren nämlich auch alles andere als die super tollen Spezialheroes der Elite. Ja? Das waren wirklich Leute, wenn die Bibel berichtet uns das so schonungslos. Die hatten echte Schwächen, die hatten ihre Allüren, die hatten ihre Vorstellungen, die hatten ihre Ambitionen, die hatten ihre Mängel. Es ist wirklich interessant, ja? Wenn du über die Donnersöhne da liest oder über Petrus, der ja wirklich mehr als einmal sich blamiert hat, ne? Und so weiter. Die hatten teilweise auch eine nicht so gute Vergangenheit. Über den Zöllner, Matthäus haben wir ja schon gesprochen, ja. Ein Zöllner, Hilfe, das ist ja der allerletzte. Ja, das ist ja wirklich ein Sünder. Also, komplett unakzeptabler Typ. Und dann gab es einen, das war Simon der Zelot. Also, wenn du dich damit beschäftigst, was Zeloten waren, das würden wir heute als Terrororganisation bezeichnen. Die Zeloten waren diejenigen, die den jüdischen Krieg im Jahr 66 im Wesentlichen angezettelt hatten, also was dann letztlich zur Zerstörung des Tempels geführt hat. Zeloten, ja, das waren eigentlich Meuchelmörder, ja, die klammheimlich in die Menge gegangen sind und irgendwelche Leute erdolcht haben. Eigentlich Terroristen. Der war einer der Jünger, ne? So, und sie waren nicht die Edlen, die Gebildeten, die Top-Leute, wirklich, sie gehörten nicht zur Elite, ja. Es waren Leute, die mit Jesus gegangen sind und die deshalb, ich sag mal, zu Helden geworden sind für Zeit und Ewigkeit. Wie die Typen, die mit David gegangen sind, zu Helden wurden. Ja, sie sind mit dem Richtigen gegangen. Und weißt du was? Das kann für dich gelten. Das soll für dich gelten. Eigentlich muss das für dich gelten. Vergrab das dir anvertraute Talent, was der Herr dir gegeben hat, nicht. Du wirst irgendwann Rechenschaft dafür geben müssen. Lass doch diese bekloppte Komfortzone hinter dir. Ja, das ist auch nur eine Box. Ja? Am Tag, als du errettet worden bist, am Tag, als du dein Leben Jesus gegeben hast, hast du dich der Armee des Herrn angeschlossen. Ja? Und die Absicht ist, dass du in dieser Armee ein Held bist. Ein Held. Ein History Maker. Ein Nation Changer. Ein Botschafter. Ein Teil der Invasionsarmee des Himmels, ein Tempel des Heiligen Geistes, ja, um in dieser gefallenen Welt von Dunkelheit, Niedertracht, Mangel, Lüge und so weiter Licht und Segen und Wahrheit und Heilung und Errettung weiterzugeben, um Leute aus der Box zu holen. So, und jetzt hole ich nochmal diese Tafel. Hier. Weißt du, was die eigentliche Box ist? Weißt du, was die eigentliche Box ist? Das hier. Das System dieser Welt. Das ist die Box, in der wir alle drin sind. Dunkel, finster, Lüge, korrupte Elite, Macht von Satan,
Ätzend. Das ist die Box. Aber du gehörst nicht in die Box. Du gehörst zum Reich Gottes. Du gehörst zum Licht, zur Wahrheit. Du bist Botschafter, Repräsentant, Vertreter Gottes, ein Gesandter. Du gehörst hierhin und bist lediglich hier. In der Welt, aber nicht von der Welt, sondern vom Reich Gottes. Lass nicht zu, dass die Welt ihre Identität über dich ausspricht und dich in eine Kiste steckst. Du gehörst zum Reich Gottes, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist. Ja? Und du bist hierher gekommen in dieses Weltsystem vom Reich Gottes, ja, damit du Leute, die hier in diesen Boxen sind, rausholen kannst in Reich Gottes. Ja? Um eben aus diesem ganzen System von Lüge, Dunkelheit, Niedertracht, Manipulation und so weiter, Isolation, Social Distancing, in welcher Form auch immer, die Leute rauszuholen, zu retten in das wunderbare Reich des Herrn und in sein Licht. Ja? Weißt du, als Beispiel möchte ich das mal so sagen, dann bin ich auch gleich fertig. In den kommenden Zeiten, die sehr dramatisch werden, sein werden, kann es sein, dass du arbeitslos wirst. Was machst du? Was machst du? Dann ist genau der Moment zu sagen, Moment mal, die Kiste, dass ich ein Arbeitsloser bin, der den ganzen Tag vor der Glotze hängt oder nur noch im Internet rumsurft und irgendwie in so einer Apathie fällt, das wird nicht für mich gelten. Sondern ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Und wenn ich hier arbeitslos werde, dann heißt das noch lange nicht, dass ich arbeitslos bin. Dann werde ich als Gesandter, als Botschafter erst richtig loslegen. Dann werde ich die Gelegenheit nutzen und anfangen, in meinen eigenen Dienst zu gehen. Dann werde ich Leute retten. Ich werde dafür sorgen, ja, dass sie rauskommen aus der Angst, aus der Lüge, aus dem ganzen System. Ich werde sie rausholen aus dem zusammenbrechenden Weltsystem und werde sie auf den festen Grund ziehen. Nur als Beispiel. Das könnte für den einen oder anderen in Zukunft vielleicht relevant sein. Die Frage ist, wie du dich siehst. Die Frage ist, welche Identität du hast. Die Frage ist, ob du aktiv wirst, ob du losgehst. Und das ist genau der Punkt, den diese Frau kapiert hatte. Sie ist losgegangen, hat den Herrn berührt. Sie hat nicht gesagt, oh, ich setze mich jetzt hier hin und warte auf einen Touch von Gott. Nein, sie ist losgestürmt, hat den Herrn berührt und hat sich das geholt, was sie brauchte. Und das gilt genauso für dich. Du kannst von ihm ziehen, was auch immer du brauchst. Weißt du, wir glauben, auch aufgrund der prophetischen Worte, dass das Weltsystem, wie wir es kennen, am Zusammenbrechen ist. Wir stehen vor dramatischen Veränderungen. Und wir glauben, weil der Herr es gesagt hat, dass es eine gewaltige Ausgießung des Geistes geben wird. Neuer Wein. Das ist interessanterweise genau das, was in Matthäus vor dieser Story steht. Ja, wo Jesus vom neuen Wein spricht. Wo er von dem neuen Wein spricht. Und dieser neue Wein, das ist das, was auf uns zukommt. Neuer Wein, den der Herr für uns hat. Halleluja. Und deshalb, sei jemand, der dazu gehört. Streck dich aus nach ihm. Berühre den Herrn. Lass dich nicht zurückhalten von irgendwelchen Warnern und Mahnern und irgendwelchen Leuten, die systemkonform sind, angepasste, systemgläubige Bedenkenträger. Lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht in eine Kiste stecken. Lass dich nicht in eine Box stecken. Und wenn du in einer drin steckst, dann komm raus und sag, ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes und ich werde in meine vollendete Berufung hineinkommen, weil ich ihn berühre. In dem Sinne sage ich dir, Gott hat mehr für dich. Amen. Amen. Das war echt cool. Das war wirklich richtig augenöffnend und boxöffnend. Amen. Das war die Absicht. Karton aufgemacht. Yes. Yes. Sehr gut. Wollen wir beten? Ja. Genau. Für diejenigen, die einen Talit haben, den kannst du jetzt mal anlegen. Ja, der vielleicht. Den kannst du, wenn du einen hast, ja, einfach dir bewusst machen, okay, ich habe hier diese Quasten. Und diese Quasten sind für mich ein Zeichen, dass ich die Berührung mit dem Herrn haben kann. Ich kann von ihm ziehen. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, von ihm zu empfangen. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zum Reich Gottes. Ich gehöre zum Himmel. Halleluja. Also im übertragenen Sinn ist es einfach diese Berührung von Jesus, die Beziehung, die wir zu ihm haben. Ja.
ist das Gespräch mit ihm, ist dieses Reden mit dem Heiligen Geist. Man muss keinen Talit jetzt umziehen, um Nein. Jesus zu berühren. Es ist einfach nur dieses Beispiel und dass wir im Glauben, der Glaube ist die Aktivität, diese Quasse, diese Zitzit zu nehmen, zu berühren, anzufassen, uns an ihn anzuschließen. Ja. Und eigentlich ist es diese Herzenshingabe, die wir machen, dass wir sagen, Herr, alles kommt von dir und ich berühre dieses alles, was du für mein Leben hast. Ja. Ja. Amen. Okay. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass ja. wir dich jederzeit berühren dürfen. Im Hebräerbrief heißt ja. es, dass wir hinzutreten dürfen mit aufgedecktem Angesicht. Ja. Jederzeit zu dir. Dass du uns annimmst, dass du uns liebst, dass wir zu dir kommen können. Herr, und so viele unserer Geschwister hängen in irgendwelchen Festlegungen, die sie selbst sich aufgelegt haben, die irgendwelche Menschen, die ihnen aufgelegt haben, aus der Gemeinde, aus der Welt oder wo auch immer. Ich rufe Freiheit aus. Ich rufe Freiheit aus, wie diese blutflüssige Frau frei geworden ist, weil sie sich aufgemacht hat und gesagt, ich berühre den Herrn. Wie Jairus, der gesagt hat, oh Herr, komm du zu mir. Der hat seinen Segen empfangen. Na, Hermann hat seinen Segen empfangen. Jeder, der sich aufmacht, um den Herrn zu berühren oder von ihm zu empfangen, wird empfangen. Das sagt uns das Wort Gottes. Jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sich ausstreckt, wird empfangen. Herr, und wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass du dieses Bild uns hier gegeben hast. Dass wir sagen dürfen, wir können uns an dir andocken. Wir können von dir ziehen. Und ich bete dafür, dass wir rauskommen aus den Begrenzungen, rauskommen aus der Eingrenzung, rauskommen aus der Box, rauskommen aus jeder falschen Identität. Hinein in das, was du für uns geplant hast, was deine Absicht ist. Oh Herr, gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen wir stecken, ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Ist es so wichtig, dass wir einen Blick haben für dich. Ist es so entscheidend wichtig, dass wir wissen, dass wir zur Armee des Herrn gehören. Halleluja. Herr, und ich bete für meine Brüder und für meine Schwestern, dass du ihnen dienst, Heiliger Geist, dass du ihnen dienst, dass du ihnen hilfst, in die richtige Identität hineinzukommen, in die richtige Sichtweise hineinzukommen, in die richtige Verständnis von Autorität hineinzukommen, in das, was du für sie hast, für jeden Einzelnen. Weisheit, Klarheit, Offenbarung. Im Namen Jeshua HaMashiach. Korasi Kabadoya Kasai. Wir wollen wirklich jetzt beten, wir wollen uns anschließen an dieses Heilungswunder, dass du jetzt Menschen wiederherstellst und heilst. Dass jetzt Organe wieder arbeiten, dass Virenbefall und Bakterien, Pilzbefall und alles, was damit solchen Dingen zu tun hat, dass du es jetzt zum Stillstand bringst und dass du jetzt etwas Neues tust, dass es wirklich jetzt zu einer Heilung kommt, dass es besser mit ihnen wird, dass sie wiederhergestellt werden. Herr, ich bete für die, die im Krankenhaus sind, die einen nicht so guten Befund bekommen haben, die jetzt wirklich krank sind, dass du sie wieder belebst mit der Heilungskraft, die aus deinem Blut kommt. Herr, wir danken dir für das, was du errungen hast am Kreuz. Und es ist nicht nur, dass du uns freigesetzt hast von Schuld und von Sünde, sondern alle Krankheit und alle Schmerzen hast du getragen am Kreuz. Und ich bete, dass jetzt Schmerzen weichen in dem Namen Jesus. Yes. Ich bete, dass alle diese Knochen und diese rückläufigen Dinge, die da vorhanden sind in dem Knochenapparat, dass sie gestoppt sind in dem Namen Jesus und dass wirklich Wiederherstellung kommt, dass Rückenschmerzen verschwinden, dass Halswirbelsäulenprobleme weichen müssen. Herr, ich bete, dass dieser Geist von Asthma, von, wie heißt das? Pollenallergien, das ist weicht. Dieser dämonische Geist von Asthma, von Atembeschwerden, von Lungenbeschwerden. Wir sprechen aus, in dem Namen Jesus, du verschwindest jetzt in diesem Moment. Wir sagen, raus aus dem Leben von den Lieben hier, die jetzt hier mit diesem Riesen in ihrem Leben zu kämpfen haben. Herr, wir sprechen aus, etwas Neues kommt. Neue Atmung kommt, neues Leben kommt,
neues Luft holen kommt, ja, ohne Beschwerden, Treppen steigen ohne Beschwerden, ja, laufen ohne Beschwerden, ja, und wir sprechen vollkommene Befreiung aus. Yes. Jetzt. Freiheit auch vom Rollator. Yes. Ja, wo man da an so einem Ding sich festhalten muss, dass du wieder laufen kannst, dass du gestärkt bist. Wir sprechen aus Haut. Ja, sei rein wie bei Naaman. Yes. Ja, Haut. Komm in eine göttliche Ordnung hinein, yes, wie bei Naaman. Wir sprechen aus, yes, wie bei dieser Frau, yes, alle Probleme mit Blut. Ja. Auch hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck, irgendwelche Herzprobleme, alles, was damit zusammenhängt. Yes. Ja, auch Hormone, egal was. Yes. Komm in die göttliche Ordnung, yes, hinein. Wir sprechen Heilung aus. Wir sprechen Heilung aus von den ganzen inneren Organen, alles, was damit zusammenhängt, inklusive Darm. Heilung im, yes, Namen Jesus. Von Kopf bis Fuß, yes, yes, yes. Heilung. Wir haben heute über Heilung gesprochen. Und wir haben gesehen, ja, der Herr hat Heilung. Empfang deine Heilung. Zieh deine Heilung von ihm. Ja. Er ist der Heiler. Ja, du kannst dich selber andocken und sagen, ich empfange meine Heilung. Dein Glaube hat dich gesund gemacht, hat der Herr gesagt. Streck du dich so aus zu dem Herrn der Herren. Er ist derjenige, der deine Heilung hat. Er sieht deinen Glauben und er will dich reich belohnen für das, was du, wie soll ich mal sagen, investierst, indem du dich nach ihm ausstreckst und sagst, ich werde ihn berühren. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, für das wunderbare Vorrecht, dass wir als deine Kinder zu dir kommen können und dass wir als deine Kinder immer Zugang zu dir haben und dass es nichts, aber auch gar nichts gibt, was uns von dir abhalten kann. Dass es nichts gibt, was die Möglichkeit hat, uns von dir zurückzuhalten, egal wie es aussieht. Herr, und manchmal haben die einen oder anderen tatsächlich Schwierigkeiten, Hindernisse, Widerstand zu überwinden. Herr, wir bitten dich, dass du uns die nötigen, wie soll ich mal sagen, Stärke, Ernsthaftigkeit und Durchbruchkraft gibt, yes, dass wir dranbleiben, dass wir nicht von jedem, yes, Ding, yes, uns zurückhalten lassen, sondern dass wir vorwärts gehen und sagen, egal was ist, yes, ich werde das, was der Herr für mich hat, ich, ja, werde es empfangen. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, du hast wirklich, wirklich mehr für uns. Amen. Yes. Ja. Nächsten Freitag. Ja. Ja. Nächsten Freitag wollen wir genau in diesem Fluss weitergehen, weiterbleiben. Ich hätte fast gesagt untertauchen. Wir wollen in dem geistlichen Fluss bleiben, dass wir beten wollen für die Anliegen, die ihr habt, die Anliegen, die ihr an Gott habt, eure Herzensanliegen. Wir wollen für die Gebetsanliegen beten, die im Mosekörbchen, ja, aufbewahrt sind. Und wir laden euch ein, auch nochmal eure Anliegen zu schicken, auch wenn ihr, dazu bin ich noch nicht so gekommen, ich wollte nochmal bei einigen nachfragen, wie es denn nun mittlerweile aussieht, ob eine Besserung eingetreten ist oder wie die Dinge sich entwickelt haben. Und wir wollen an dem nächsten Freitag wieder für die Gebetsanliegen beten. Ja. In den verschiedenen Ausrichtungen, Familie, Ehe, Kinder, Krankheiten, Berufungen, was auch immer da sich jetzt auch wieder angesammelt, ja, hat. Und wir wollen dann gemeinsam auch wieder das Abendmahl nehmen. Richtig. Also bereitet euch vor, wenn ihr das daran teilnehmen möchtet, wenn es euch ein Herzensanliegen ist, ist ja auch ein Gedächtnismahl, soll man sich, ja, dran erinnern, so oft ihr es tut. Und das wollen wir am kommenden Freitag wieder genießen. Genau. Schickt uns einfach, was, ja, immer dir auf dem Herzen ist. Wenn du sagst, es ist besser geworden, aber es ist noch nicht ganz gut, schick's uns einfach. Wir, ja, treten gerne dafür ein. Wir werden im Grunde, ja, genommen, was wir machen, ist eigentlich, wir werden den Herrn berühren, ja, nächsten Freitag. Wir werden uns ausstrecken und sagen, Herr, hier, was du für die blutflüssige, ja, Frau getan hast, das tu für die Anliegen all derjenigen, die hier jetzt in diesem Mosekörbchen liegen. Also wenn, yes, du uns das schickst, im Laufe der kommenden Tage, dann bist du dabei. Ja, und wir erwarten, genau, dass der Herr Großes tut. Und wir haben, yes, schon wunderbare Zeugnisse bekommen. Halleluja. Ja. Wir warten auf mehr. Wir warten auf Größeres. Wir warten darauf, dass der Herr wirklich gewaltig eingreift. Das stimmt. Halleluja. Damit sind wir am Ende von dem Zusammentreffen jetzt. Wir grüßen euch in alle Länder, in alles Nahe und Ferne. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet. Yes. Blessings. Shalom.